Geschwindigkeit haben wir schon eine ganze Menge gerechnet. Aber was es alles für Aufgaben gibt zu dem Thema, das können wir uns jetzt mal ansehen. Zum Beispiel, welche Geschwindigkeit hat ein Radfahrer, der in 3 Stunden 50 Kilometer schafft? Das kennen wir schon. Wir brauchen eine Formel, die heißt V ist S durch T. Geschwindigkeit wird ausgerechnet. Bekannt ist der Weg und bekannt ist die Zeit. Aber jetzt gibt es noch andere Aufgaben. Zum Beispiel ein LKW mit Tempo 65. Wie weit kommt der in 6 Stunden? Ich frage jetzt nicht nach der Geschwindigkeit, sondern die weiß ich. Ich frage nach dem Weg. So, der Weg ist Geschwindigkeit mal Zeit. 65 km/h mal 6 Stunden. Noch ein Aufgabentyp. Der Radfahrer fährt 15 km pro Stunde und soll aber 60 km schaffen. Wie lange ist er unterwegs? Jetzt frage ich nach der Zeit. Und die Formel für die Zeit heißt Weg durch Geschwindigkeit. Drei Formeln haben wir jetzt. Und die soll man sich alle merken. Aber da gibt es einen Trick. Und der Trick heißt Formeldreieck. In einem Dreieck haben wir drei Plätze und wir haben zwei Bruchstriche und ein Malzeichen. Das wird unser Formeldreieck. Ja, unsere Formel haben wir jetzt stehen und wir verteilen die Buchstaben in dieses Formeldreieck. S steht auf dem Bruchstrich und damit kommt es natürlich nach oben hin. T steht unter dem Bruchstrich, also ein Platz da unten, und der übrige Platz ist für das V. Mit diesem Formeldreieck kann ich jetzt alle drei Formeln, die ich vorhin gesehen habe, mir in Erinnerung bringen, ohne dass ich es auswendig lernen muss. Ich muss nur dieses Formeldreieck wissen. Erste Möglichkeit. Ich will die Geschwindigkeit wissen. Und was sehe ich außerhalb von der Lupe? Da sehe ich noch ein S durch T. Also S durch T. Schon ist die Formel für die Geschwindigkeit klar. Nächstes Beispiel. Ich will wissen, wie die Formel für den Weg S heißt. Ja. Und da gucke ich mal, was steht außerhalb der Lupe? V mal T. Also, ich habe die Formel fertig. S ist V mal T. Drittes Beispiel. Ich will wissen, wie die Formel für die Zeit heißt. Ich brauche nur gucken, was steht außerhalb von der Lupe. S durch V. Also, T ist gleich S durch V. Damit habe ich auch die dritte Formel mir aus diesem Dreieck abgeleitet. Jetzt nochmal alle zusammen. Ich muss mir also nicht alle drei Formeln merken, sondern es reicht, wenn ich mir das Formeldreieck gemerkt habe. Und damit kann ich mir alle Formeln selber erzeugen. Und dieses Formeldreieck brauche ich nicht bloß für die Geschwindigkeit, sondern die gibt es in ganz, ganz vielen anderen Beispielen. Zum Beispiel beim Flächeninhalt von einem Rechteck. A ist A mal B. Oder der Wirkungsgrad für die Energie in Physik. Energie, die nutzbare, ist Wirkungsgrad mal Gesamtenergie. Zugkräfte bei der Reibung. Mechanische Arbeit. Alles Themen für die Physik. Die elektrische Energie kommt in der Klasse 8. W ist P mal T. Oder der elektrische Widerstand. Eine ganz wichtige Formel. Alles lässt sich mit dem Formeldreieck machen. Der Umfang beim Kreis. Und natürlich der Flächeninhalt beim Rechteck. Hier gucken wir uns das Spiel nochmal an. Also, wenn ich wissen will, wie lang eine Seite sein muss, damit genau der Flächeninhalt rauskommt,
ist A durch B, also der Flächeninhalt durch die andere Seite geteilt und ich habe meine Seitenlänge. Das waren die Knobelaufgaben in der 5. Jetzt kann ich das ganz locker mit der Formel machen.